Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den VW Käfer aus dem Hause Aschett mit den Ausgaben 76 bis 79. Wir werden heute die zwei vorderen Kotflügel montieren, die Lichteinheiten dazu einsetzen und ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Zusehen. Lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement und Daumen nach oben und gerne noch einen Kommentar hier auf dem Video da. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal hier mit der Ausgabe 76 an und dafür haben wir jetzt hier einmal den linken Kotflügel. Ich habe nur den rechten gleich auch schon mal rausgeholt, denn die Bohrabschnitte sind hier identisch. So, wir stecken als erstes die chromfarbene Zierleiste einmal hier oben passenderweise ein. Es wird hier nur eingesteckt. So, der letzte wehrt sich mal wieder. Ist ja nichts Neues, ne? So, okay, der sitzt. Dann können wir den Bohrabschnitt nämlich jetzt hier gleich wiederholen. Dann haben wir nachher schon einmal Arbeit gespart. Also gespart eigentlich nicht, weil wir müssen es ja so oder so machen. So, okay, dann geht's weiter mit Ausgabe 77. Und damit nehme ich dem Innenleben für den linken Kotflügel. So, dann bekommen wir nämlich hier das Scheinwerfergehäuse, Blinker und alles dazugehörige. So, hier ist auch wieder so eine Gummilippe dabei zum Dazwischensetzen. Okay, so, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Als erstes sollen wir jetzt hier einmal das Lichtgehäuse einsetzen. Das Lichtgehäuse muss jetzt so rein, dass die geschlossene Seite quasi nach unten, also jetzt nach oben zeigt. So, jetzt ist natürlich nur interessant, wie macht man das jetzt hier dran, dass man auch beide Schraublöcher trifft. Muss man bestimmt hier durchstecken, oder? Genau, einsetzen. Ah, okay. So, okay. So, das wird jetzt mit AM-Schrauben befestigt. Okay, dann soll jetzt von außen das Klarglas drauf und hier bei dem Klarglas gilt es zu beachten, dass hier auf der Oberseite ist hier ein kleines Emblem drin von VW. Das sollte natürlich nach oben zeigen. So, das setzen wir so drauf und dann muss jetzt einmal der Zierleistenring noch hier drüber mit der kleinen Kappe nach unten. So, der wird ebenfalls nur angedrückt. Im nächsten Zuge kommt jetzt das kleine Gitterchen hier unten rein. Da auch aufpassen auf die Richtung, die Stifte sind so ein bisschen angeschrägt, dass ihr es von Anfang an in die richtige Richtung drauf setzt. So, danach
Okay, also ich glaube, die Chromleisten, hier muss man ein bisschen festkleben, das hält nicht. Bei einer kleinen Erschütterung fallen die raus. Das Blinkergehäuse kommt jetzt hier in diese kleine Gummilippe rein. Das wird hier vorne in diese Löcher eingesetzt. Danach kommt das Chromgehäuse einmal drüber. So, und das Ganze muss jetzt hier oben drauf. So, und wird jetzt unterseitig mit, was kommt da für Schraube rein? BP. So, und damit hätten wir den ersten fertig. Den Einbau mache ich dann nachher zusammen mit dem rechten Kotflügel, beziehungsweise wenn ich dann hier kurz die Leiste noch fixiert habe. So, den rechten Kotflügel habe ich schon eingehangen, und zwar einfach nur halt, um euch besser zu zeigen können, wie es funktioniert. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Schraublöcher, von denen wir aber nachher gleich nur diese zwei hier brauchen. Und zwar hängt ihr das Ganze einfach, das erste nicht benötigte Schraubloch wird hier oben in diese Kuhle eingesteckt und die anderen zwei entsprechend hier in diese zwei Vertiefungen. So, einfach nur hier reinhängen und dann innenseitig mit zwei Stück IM-Schrauben einfach festziehen. So. Zeit, wenn es gerade laut ist bei den Temperaturen, muss ich irgendwo ein Fenster aufmachen, sonst sterbe ich hier vor Hitze. Und da ich hier mein Studio genau an der Hauptstraße habe, vom Dorf, kann es manchmal laut sein. So, machen wir noch die zweite rein. Okay, so. Und damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Jetzt können wir das Ganze einmal vorsichtig rumdrehen und haben jetzt hoffentlich hier eine schöne Fronthaube. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Videofolge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich sage daher Tschüss und bis zum nächsten Mal.